So klingt Losing My Religion, gespielt von der R.E.M. Tribute Band Automatic People aus der Rhein-Neckar-Region. Leadsänger Ralf Strassner hörte diesen Song zum ersten Mal während eines Portugal-Urlaubes vor fast 25 Jahren. Damit begann die Leidenschaft des gebürtigen Heidelbergers für die Musik von R.E.M. Mich hat erstens mal die Stimme von Michael Stipe sehr berührt, die ja so viel Sentimentalität in sich birgt. Und die andere Art, Rockmusik zu machen. 2008 gründete der 48-jährige Berufsmusiker zusammen mit vier Freunden Automatic People. Einer von ihnen war Schlagzeuger Andy Pilder. Doch bei aller Begeisterung für die Lieder von R.E.M. ist der Tribute-Band eines wichtig. Sie wollen ihre eigene Note in die Songs einbringen. Die Musik ist an sich, wenn man sie zu Hause für sich hört, muss sie so sein, wie sie ist, aber bei den Live-Auftritten muss einfach noch ein bisschen Härte auch dazukommen, damit es den Leuten auch richtig gefällt und dass es auch uns richtig kickt. Und den Kick spürten auch die fast 100 R.E.M.-Fans im Briefkasten in Kloppenburg. Den Originalkick können R.E.M.-Fans seit 2011 nicht mehr erleben. Damals gaben Michael Stipe und seine Bandkollegen ihre Trennung bekannt. Das ließ auch unsere fünf Musiker aus Baden-Württemberg nicht kalt. Natürlich wünscht man sich, dass es irgendwann wieder zu einer Reunion kommt, aber das ist wohl nicht abzusehen. Und so wie ich R.E.M. einschätze, ziehen sie das auch gnadenlos durch. Der nächste Auftritt der Tribute Band ist in Planung. Den genauen Termin und Ort erfahrt ihr auf der Homepage der 5 unter automaticpeople.de. The end of the show, as we know it's the end of the show.